Werner Haas Automobile, ein Familienbetrieb seit 1972, feiert heute die Eröffnung ihres neuen Autohauses. Doch die Geschichte der technikliebenden Familie Haas beginnt viel früher. Lernen Sie nun die Familie Haas kennen und folgen Sie mir auf eine Zeitreise zu den Anfängen des Unternehmens. Eine Geschichte, die beim Motorsport anfing, bis hin zu einem der schönsten Autohäuser Augsburgs. Die Familie Haas hatte 4 Töchter und 4 Söhne, darunter Werner Haas und Otto Haas, Vater von Elmar. Bereits im Wohnzimmer bauten die Brüder ihr erstes Motorrad aus Altteilen einer Messerschmitt Me 262 und Fahrradteilen zusammen. Das waren so die ersten Versuche und das hat sich alles aufgelöst. Also der Motor hat das Vollgas nur kurze Zeit ausgehalten, weil der gar nicht für das gebaut war. Zum Beispiel hat mir mein Vater erzählt, dass sie im 3. Stock auf dem Küchentisch das erste Motorrad gebaut haben. Damals meine Oma, die war außer sich, hätte sie am liebsten alle rausgeschmissen. So begann die Rennfahrerkarriere von Werner Haas und hatte ihren Höhepunkt 1953. Er war der solitär schnellste Privatfahrer und hat dann sein Motorrad geschraubt, weil es nicht so richtig gegangen ist. Und dann sind die von NSU-Werk damals gekommen, weil die 2 Werksfahrer krank waren. Und haben sie gefragt, du, tätst unser Werksmotorrad fahren? Und hat er gesagt, das überlege ich mir noch, kommt es nachher mal nochmal. Und seine Freunde, die waren außer sich. Das ist das Werk, da geben sie ein Werksmotorrad und du sagst, das überlegst du noch. Er hat es aber überlegt, hat dann das Rennen gewonnen, hat dann in dem Jahr auch die Weltmeisterschaft gewonnen. Ich glaube, das Ergebnis war dann doch gut. Ich war damals halt wirklich ein Held in der Gegend. Ich werde natürlich auch in der Arbeit viel angesprochen, auch von gerade der älteren Generation, auf den Werner Haas, die ihn teilweise noch als kleiner Bub dann am Bahnhof standen und gewartet haben, dass er zurückkommt nach seinen Weltmeistertiteln. Nach dem Krieg, ich sage jetzt mal, Deutschland ist Fußballweltmeister geworden. Der Werner Haas war 3-mal Weltmeister. Man war wieder hier. 1955. Werner Haas eröffnet mit seinem Bruder Otto die DEA-Tankstelle in Augsburg. Werner Haas hat ja dann aufgehört mit Motorradrennfahren, weil sein bester Freund verunglückt ist. Die DEA hat ihm die Tankstelle angeboten, da, dass sie die bauen. Das war mit Sicherheit einer der angesagtesten Nachbars auch, die wir an der Tankstelle gehabt haben, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Aber war einfach toller Stil, wie die eingerichtet war. Und die 3 Schwestern von ihm haben da bedient und da war immer Highlife. Besonders war es, dass viele Augsburger den Werner Haas sehen wollten. Der war dich an der Tankstelle präsent. Es hat keine Bars gegeben in dem Sinne. Das war einfach auch in Augsburg eine von den ersten Bars, die angesagt waren. 1956. Werner Haas stirbt bei einem tragischen Flugzeugabsturz und Elmars Vater Otto übernimmt die Tankstelle. Also ich kann mich an die Zeit erinnern, wo er mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Weil das natürlich Umbruch war in der ganzen Familie. Mein Vater hat damals die Tankstelle dann weitergeführt, einfach mal am Anfang, dass es weitergeht. 7 oder 8 Jahren bin ich dann schon eingestiegen in die Tankstelle als Tankwart. Das Trinkgeld hat man braucht einfach für Schlägereien, die es damals noch nicht in dem Maß gegeben hat und die unerreichbar teuer waren. 1965. Wie die gesamte Familie Haas ist auch Elmar von jeher fasziniert von der Technik und der Geschwindigkeit und macht sein Hobby zum Beruf. Für mich hat es nie was anderes gegeben, Berufswahl. Das Hobby, wenn man zum Beruf machen kann, dann das, was Spaß macht, was Schöneres gibt es ja nicht. Also Kfz-Mechaniker, die Lehrzeit, dann Meisterprüfung nebenzu gemacht. Weil da habe ich schon gearbeitet, habe die also in Samstagkursen gemacht. 1972. Otto Haas gründet mit seinem Sohn Elmar ihr erstes Autohaus. Wir haben die Tankstelle aufgegeben dann, weil am Benzin nicht mehr viel verdient war. Es war damals so richtig Tankstellenflut. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wir haben an der Neuburger Straße, ich glaube, 9 oder 10 Tankstellen gehabt. 1978. Die Marke Saab wird neben Alfa Romeo erstmalig mitverkauft. Ist der Umsatz runtergegangen und wir haben uns einfach mehr aufs Auto reparieren besonnen. Wir haben dann die Marke Alfa Romeo damals übernommen. Da haben wir in der Bauernfeld, wo wir jetzt waren, dann das neue Autohaus gebaut. Alfa Romeo hatte, sage ich mal, gewisse Probleme in der Wertigkeit von den Fahrzeugen.
Und die Saab-Außendienst sind also einfach zu Alpha-Händler hingefahren oder haben den Auftrag gehabt, fahrt mal zu Alpha-Händler, stellt sie ihn einfach auch hin. Dann habe ich gedacht, wenn er schon da lässt, dann fahre ich ihn nächstes Mal. Und dann habe ich festgestellt, dass er von der Straßenlage besser war als der Alpha, vom Motor mindestens genauso gut gegangen ist. Und wo der nach 14 Tagen ist ausgeschult, habe ich gesagt, komm, geh her, dann verkaufe die halt auch. 1979. Elmars Onkel Willi Haas verunglückt bei einem Seitenwagenrennen. Ich war zu der Zeit auch aktiv und ich habe damals meine Mutter versprechen müssen, dass ich aufhöre. Und hat aber später dann wieder ein bisschen angefangen, nachdem sie das ein bisschen beruhigt gehabt hat. 1981. Elmar lernt Sabrina kennen. Da gibt es ja die Variante von mir und von ihr. Ich hatte damals im Holiday Inn gearbeitet. Und hat eine schwedische Delegation gekriegt. Es wurde vereinbart, dass die Dekoration eine Schwedenfahne ist. Jetzt waren alle Geschäfte geschlossen. Internet gab es damals nicht und Handy auch nicht. Und dann kam er zu mir und sagt, mach's irgendwie, dass du eine Schwedenfahne findest. Dann ist es gewesen, dass sie überall umeinander telefoniert hat in der Stadt, die nichts mehr gekriegt hat, weil alle Ämter zu haben, die irgendwelche Flaggen verleihen. Und dann habe ich die gelben Seiten aufgeschlagen und habe dann schwedische Firmen nachgeschaut, bin auch zuerst zu Scania gekommen. Und der Scania-Händler, den ich auch damals gut gekannt habe, der hat dann gesagt, Mensch, das sollen wir bei uns schauen, vielleicht haben wir eine Fahne. Habe ich dort angerufen. Meine Mutter hat mich dann gefragt, du, da will eine Fahne haben vom Holiday Inn. Und sage, ja, leih mal schon her, soll es halt mal kommen. Und ich bin da reinkommen strahlend. Ich hatte gerade nur eine halbe Stunde Zeit, bevor die Gäste kamen. Und ich habe gedacht, sie strahlt mich an. Und war überglücklich und sah meinen Mann zum ersten Mal, der ganz krummelig geschaut hat, Stirn gerunzelt, wer kommt da jetzt? Sie hat empfunden, ich schaue grandig, aber sie haben sich nur richtig gemustert. Hab dann gleich festgestellt, dass sie ganz lecker ist. Und am nächsten Tag habe ich die Fahne zurückgebracht und habe natürlich gesagt, wenn ich mal was Gutes für ihn tun kann, soll sich gern melden. Ich kann ihm vielleicht auch mal ein Zimmer für Gäste besorgen. Dann sagt er, nee, aber er wüsste schon was. Ja, kann mit mir mal fortgehen. So ist es entstanden. Meine Version ist natürlich von dem Ganzen, dass ich angesagte Jungseil war in Augsburg und sie versucht hat, wie es an mich hinkommt und hat den Trick mit der Fahne erfunden. Elmar und Sabrina ergänzen sich optimal und feiern ihre Hochzeit 1983. Durch meine Frau habe ich viele Nuancen kennengelernt, wo man einfach sagt, okay, mehr Diplomatie, mehr Rücksichtnahme, mal mehr vielleicht zuhören. Das hat mir auf jeden Fall gut getan. Sabrina passt perfekt in die Familie Haas, denn auch sie war von jeher begeistert von Technik und Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist immer ein Thema bei uns. Und meine Familie sagt immer, ich bin die Raserin. Obwohl das gar nicht stimmt. Lieblingslied von ihr, schnelles Auto. Sie ist eine rasante Fahrerin. So, meine Mutter fährt wirklich immer sicher. So bin ich, wenn wir ein neues Auto irgendwo testen können, dann ist das auch immer toll. Und jeder sagt danach, ja, du fährst aber nicht wie eine Frau. Also, und das, glaube ich, habe ich von ihr geerbt. Das vererbt sich, glaube ich, dass die Geschwindigkeit eine Rolle in unserem Leben spielt. Also wenn wir es eilig haben, fahre immer ich, nicht mein Mann. Die fährt bei mir hin am Motorrad mit und sagt dann am Abend, du, uns hat heute überhaupt keiner überholt. Mein Lieblingsauto muss immer schnell sein. Ich fahre zum Beispiel sehr gern den Range Rover Sport, supercharged. Macht Spaß. Sabrina steigt ins Familienunternehmen mit ein und bald wurden auch die Räumlichkeiten im Bauernfeld 5 zu klein. 1983 haben wir unser Autohaus vergrößert, wir haben einen Showroom gebaut. Wir haben dann sehr, sehr viel verkauft und haben dann in kürzester Zeit gemerkt, dass es auch räumlich nicht mehr passt und haben dann eben uns entschlossen, dass wir anbauen. Und meine Frau ist dann im Verkauf eingestiegen. Sie war sehr erfolgreich im Verkauf, weil sie halt auch auf die Menschen eingegangen ist. Als ich damals im Verkauf war, war das sehr besonders als einzige Automobilverkäuferin in den ganzen Verkaufsschulungen dabei zu sein. Viele Männer waren damals auch neidisch, also es war nicht nur positiv, weil sie nicht gut fanden, dass eine Frau ihnen den Arbeitsplatz wegnimmt. 1984. Ein Jahr nach der Geburt ihrer ersten Tochter Jasmin kam dann Jennifer auf die Welt.
Wir hatten geplant, dass wir mindestens 2 Kinder bekommen. Ein drittes war nicht ausgeschlossen. Unsere Mama ist ja schon viel für uns zu Hause geblieben, gerade nachmittags. War schon präsent irgendwie das Autohaus natürlich, war auch oft das Thema am Essenstisch. Und wir haben viel mitbekommen, was es bedeutet, selbstständig zu sein und all das eben auch im Hintergrund in der Familie zu haben. Aber es war auch eine sehr schöne Zeit. Also ich habe das eigentlich nur als positiv, nie als belastend erlebt. 1985. Saab wurde exklusiv übernommen und erstmals wurden auch Verkaufsbüros gebaut. Werner Haas Automobile war bei Saab der Vorzeigebetrieb. Wenn man jetzt die Marken vergleicht, dann ist Alfa Romeo zu der damaligen Zeit war da mit Sicherheit sehr viel Herzblut drin. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Bei Saab war es mehr eine Qualitätssache gegenüber Alfa, dass man gesagt hat, man verkauft eine Qualität und man kann den Kunden auch leichter in die Augen schauen. Also Arbeiten war für mich eine große Freude. Ich habe so viel positives Feedback bekommen. Wir waren damals Benchmark-Händler, wir haben viele Verkaufswettbewerbe gewonnen. Wir waren World-Class-Dealer, haben die Auszeichnung bekommen bei Saab. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und auf der anderen Seite habe ich Nachmittag dann auch sehr viel Freude an meinen Kindern gehabt und konnte mit ihnen auch ganz widmen. Das war sehr ausgeglichenes Verhältnis. 1994. Sohn Simon kommt zur Welt und ist schon im Kindesalter fasziniert von Autos. Als ich 3 Jahre alt war, hat mich mein Vater auf den Schoß genommen, während er seine Autozeitschriften gelesen hat. Also die Faszination und Leidenschaft für den Motorsport ist von klein auf praktisch genommen immer schon da gewesen in der Familie. 1995. Zu Ehren des Rennfahrers Werner Haas benannte die Stadt Augsburg eine Straße nach ihm. Jeder kennt Werner Haas. Wenn er den Namen Werner Haas hört, gehen teilweise die Augen auf, weil er halt einfach ein Volksheld in Augsburg war. Ich habe die Zeit ja selber nicht mehr miterlebt, aber wenn der damals nach dem Sieg oder nach der Weltmeisterschaft nach Augsburg gekommen ist, haben ihn Tausende von Leuten angejubelt. Und diese Faszination, die sieht man auch heute noch in vielen Gesichtern. Die Begeisterung für Technik und Geschwindigkeit hat auch die jüngste Generation geerbt. Jasmin steigt als erste 1999 in das Autohaus mit ein. Jennifer verschrieb sich der Luftfahrt und auch Simon begann später seine Ausbildung im elterlichen Betrieb. Vieles ist man einfach hineingewachsen. Also dieses Autohaus war ja von Anfang an da und mit 10 eigentlich hier meine Karriere begonnen als Putzfrau. Ich habe am Samstag geputzt und mir mein Taschengeld aufgebessert. Meine Berufswahl hat sich damals ganz lustig ergeben, weil es zum ersten Mal in Augsburg den Ausbildungsberuf Automobilkauffrau gab. Und ich weiß nicht, ob ich Bürokauffrau gelernt hätte. Das wäre mir, glaube ich, zu langweilig gewesen. Wir haben einfach gesagt, machst das, was euch Spaß macht. Und so sind dann für sich 2 ins Auto ausgekommen. Die andere ist Fluglotsin geworden. Mein Vater hat damals zu mir gesagt, Jasmin, du wirst in deinem Leben ganz viele Entscheidungen treffen und viele werden gut und es werden auch einige, die werden nicht so gut sein. Aber ich weiß, du wirst immer mit Bedacht treffen. Und hinterher zu sagen, die war gut oder die war schlecht, das ist immer leicht. Und er hat mir damals immer gesagt, ich werde hinter jeder Entscheidung stehen, die du gefällt hast. Und das war bis heute so. Und das hat mir einfach auch immer viel bedeutet und viel Kraft geben und auch den Mut, Entscheidungen überhaupt zu treffen. Was mir, ich muss sagen, schon richtig stolz gemacht hat in der Ausbildung, ist, dass sie mit 18 den Kfz-Betriebswirt fertig gehabt hat. Sie hat so viele gute Entscheidungen, gute Beurteilungskraft und sie macht alles mit Herz und mit Verstand und macht das ganz, ganz toll. Also stolz bin ich auf jeden Fall auf das, was meine Kinder gemacht haben und auch, dass sie die Jasmin jetzt ins Autohaus einsteigt, weil ja, sage ich mal, das ist einfach eine Fortführung von dem ist, was wir angefangen haben. Es war immer für uns wichtig, dass es das der Wunsch von unserem Kind ist. Also wir wollten niemals unsere Kinder da reinbringen. Damals haben mich meine Kinder dann darauf aufmerksam gemacht, dass ich zu anderen viel netter bin wie zu ihnen. Und dass es ja überhaupt eine ganz große Gemeinheit ist. Und damals habe ich gelernt, dass man dieses Überkritische, was man als Eltern manchmal seinen eigenen Kindern gegenüber hat, dass das einfach nicht so gut ist. Ich war in der Werkstatt wie die anderen auch und ich hatte noch 2 Auszubildende um mich rum und es ist jeder gleich behandelt worden. 2012 hat Simon seine Ausbildung bei uns angefangen und hat dann innerhalb von 3 Jahren sein Kfz-Mechatroniker, Servicetechniker und Meister absolviert. Mit Bravour
sehr, sehr gut gemacht, in kürzester Zeit sich eine gute Basis angeeignet. Für mich ist es immer schön, wenn ich meine Kinder um mich herum habe, ob zu Hause oder ob in der Firma. Also natürlich hat es mich stolz gemacht, dass der Simon bei uns eingestiegen ist. Was das Wichtigste bei uns in der Familie ist oder wichtige Sachen einfach, ist die Offenheit. Offen über alles zu reden. 2003. In 2003 sollte für Saab eine neue Ära beginnen. Wir sollten umbauen. Das Programm hieß damals Saab Unlimited. Wir sollten uns darauf einstellen, viel mehr Autos zu verkaufen, viel erfolgreicher zu werden und uns dementsprechend in der Firma auch aufzustellen. Und dann sage ich zu meiner Frau, du, wir bauen um. Dann sagt sie, nee, das kannst du nicht machen und kostet so viel Geld. Und dann habe ich gesagt, komm, alle anderen Händler wollen nicht, lass uns das als Erste machen. Ein halbes Jahr später wurden 1400 Leute bereits in Schweden entlassen und alles ist eigentlich wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Wir haben uns damals dann entschieden, dass wir Mitsubishi dazu nehmen, weil die Zukunft von Saab schon ein bisschen wackelig war. Und es waren auch noch andere Faktoren. Die Wirtschaft war schwierig und wir haben uns damals gedacht, es ist vielleicht besser, wir haben auch ein günstigeres Fahrzeug. Und zum nächsten kam dazu, dass wir ja auch noch einen anderen Konkurrenten hier in Augsburg haben, den Opel Haas. Und die hatten einen Haas-Saab-Vertrag bekommen, sodass es also in Augsburg zwei Firmen gab, die Saab hatten und Haas hießen. Und das alles war eigentlich richtig schwierig für uns, deswegen haben wir Mitsubishi dazu genommen damals. Und wir haben dann aber auch festgestellt, dass diese Entscheidung, die wir damals aus dem Zwang heraus getroffen haben, doch nicht so positiv war. Und Mitsubishi war an sich nur eine Notlösung. Wir wollten an sich keine Marke machen. 2006. Jasmin wird Geschäftsführerin. Ich war so glücklich, als die Jasmin dann bei uns im Geschäft gearbeitet hat, weil zuvor war ich immer der einzige weibliche Gegenpol. Ich hatte ja meistens mit Männern zu tun und eine Frau empfindet ja die Dinge ganz anders wie ein Mann. Ja, ich weiß nur, wir haben dann ein Glas Sekt drauf angestoßen mit der ganzen Mannschaft und natürlich waren wir da einfach sehr stolz. Jetzt hatte ich endlich mit meiner Tochter auch Rückenwind, also, und auch mehr Gewicht in der Familie, also in der Firma. 2008 begann eine schwierige Zeit für das Autohaus. 2008 haben wir dann Land Rover übernommen und Mitte 2008 wurde dann bekannt, dass Saab zugemacht wird. Man wusste lange nicht, ob es weitergeht, ob es nicht mehr weitergeht. Mit Saab war natürlich immer schon eine Herzblutsache auch, aber auch immer schwierig. Also man musste immer doppelt so hart für jeden Kunden kämpfen. Und die Individualität der Marke, die sie eigentlich so erfolgreich gemacht hat, hat dann immer mehr auch ein Stück weit abgenommen. Wir sind abends zusammengesessen und haben dann schon überlegt, was wir machen. Und haben an sich von Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag mal einen Maßnahmenplan ergriffen und mal umgesetzt, was wir uns zutrauen, was wir mit Land Rover machen können, wie viele Stückzahlen wir machen können, wie viele Leute wir öfter entlassen müssen. Haben das dann alles gut umgesetzt. In so einer schwierigen Phase, die wir 2009 hatten, ist die Familie mal existenziell. Weil wie wollen sie was machen, wenn die Familie nicht dahinter steht? Wenn meine Frau nicht dahinter steht, dann klappt es da nicht. Wird meine Tochter nicht mitmachen, bräuchte man gar nicht weitermachen. Das war das schlechteste Jahr in unserer Firmengeschichte. 2010. Mit Land Rover wendet sich das Blatt. Von dem schlechtesten Jahr war es am nächsten Jahr. War das nächste Jahr das beste Jahr der ganzen Geschichte. Und es war wirklich faszinierend, anstrengend, weil wir mussten damals aufgrund der Saab-Krise so viele Mitarbeiter entlassen, das erste Mal in unserer Firmengeschichte. Und dann waren wir viel zu wenig Mitarbeiter für den großen Erfolg mit Land Rover, hatten das auch selber alles zum größten Teil mitstemmen müssen. Und das waren harte Jahre, ja. Den Aufstieg, den der Tata eingeleitet hat, ist sensationell. Also ich muss sagen, was so an Markenvielfalt, an Qualität, an Anmutung, Design,
Design-Ikonen, wenn man den Evoque sieht oder den F-Type jetzt, haben alle glänzige Augen, sage ich, wenn sie Autos sehen. Mit Land Rover haben wir eine sehr individuelle Marke bekommen und das ist, glaube ich, auch, die Leute schätzen den persönlichen Service von unserem Haus, einfach dieses Familiäre auch sehr. Und Land Rover ist ein Familienbetrieb eigentlich, wenn man so sieht. Land Rover passt zu uns, sage ich mal, weil es auch wieder was verkörpert, was Besonderes. Also Land Rover passt zu uns wegen diesem persönlichen Anspruchsdenken. Die Kunden, glaube ich, kommen sehr gern zu uns. Sie wissen, dass wir alles für sie tun. Die geben uns sehr viel positives Feedback. Deswegen haben wir ja sehr viele Kundenzufriedenheitswettbewerbe gewonnen. Und es macht einfach Spaß. Es macht so viel Spaß, mit diesen Kunden zu arbeiten. 2012. Das Grundstück in der Südtiroler Straße wird gekauft. Weil damals schon klar war, dass wir früher oder später mehr Platz brauchen. Wir hätten mehr Personal gebraucht, wussten aber gar nicht, wo wir uns hinsetzen sollen. In jeder kleinen Ecke war ein Schreibtisch und da noch jemand hin und da noch mal ein kleines Büro hingebaut. Und bis halt einfach kein Platz mehr war. Und dann haben wir uns noch ein Grundstück umgeschaut und ja, haben das Eckgrundstück hier gesehen und waren um sich sofort, dass wir sagen, das ist es, kein anderes. Die erste Empfehlung meiner Schwiegermutter war, stell dich drauf ein, in dieser Familie wird immer gebaut. Solange du bei uns bist, tun unsere Männer immer entweder umbauen oder dazubauen. Das ist das Baufieber und das hört überhaupt nie auf bei den Hasen. 2015 wurde die Palette um die Marke Jaguar erweitert. 2015 ist auch das Jahr der Grundsteinlegung. Eines Tages kam der damalige Besitzer von Jaguar, der Herr Kohler, auf uns zu und bot uns an, dass wir seine Firma übernehmen, mit allen Mitarbeitern, mit Einrichtungen und so weiter. Wir haben eine gute Lösung gefunden für alle, glaube ich, für uns, für die Mitarbeiter, für den Herrn Kohler. Und das war uns auch sehr wichtig, dass es, wenn dann eine gute Entscheidung wird, mit der alle leben können. Die Mannschaft zu übernehmen, das war uns ganz arg wichtig. Glaube ich, gute Leute dabei, die jahrelang Erfahrung haben. Und wenn keine Perspektive mehr für die da ist im alten Autohaus, dann findet der oder der vielleicht einen anderen Job und dann sind sie für uns auch nicht mehr da. Und das war an sich auch im Nachhinein eine ganz, ganz gute Investition in das Personal. Die Grundsteinlegung war im Mai 2015. Die Planung vom neuen Autohaus hat der Jaguar Land Rover Architekt übernommen und der hat es auch zu Ende gebaut mit uns. Es war eine sehr gute Zeit und er hat uns da sehr tatkräftig unterstützt. Es waren natürlich ganz viele andere Gewerke und Firmen beteiligt an dem Bau und es lief alles sehr, sehr reibungslos. Ich glaube, das ist ganz toll, wenn man das so im Bau sagen kann. Und von daher hat das vom ersten Tag an, wo der Baubeginn dann war, auch viel Spaß gemacht, die Entstehung zu sehen. 2016. Heute stehen wir hier im neuen Autohaus der Familie Haas. Stolz kann die Familie Haas auf einen Weg mit Höhen und Tiefen, vielen Erfolgen, aber auch Rückschlägen zurückblicken. Natürlich gab es viele schwierige Jahre und Zeiten, aber wenn man jetzt so zurückblickt, hat uns das auch ganz viel weitergebracht. Wir haben immer viel gelernt aus diesen Zeiten. Dass man zusammengesessen ist, hat beratschlagt, hat geschaut, wie es weitergeht und hat an sich immer am selben Strang gezogen. Das Schönste ist, dass wir das mit unserer Familie geschafft haben. Dass der Spagat zwischen Karriere und Familie, dass es bei uns einfach nicht so groß war, dass das immer was Gemeinsames war. Familie ist ja das Wichtigste in meinem Leben. Familie ist immer das Wichtigste gewesen. Und ich habe sowohl zu meinen Geschwistern als auch zu meinen Eltern ein super Verhältnis. Und es redet jeder mit dem anderen offen über alles. Meine Familie ist einfach toll. Also wir halten unglaublich zusammen. Und es war immer ein ganz starkes Gespann, das durch dick und dünn marschiert ist. Familie ist das Allerwichtigste. Also tatsächlich habe ich das große, große Glück, in eine wunderbare Familie geboren zu sein. Ja, zum einen wollen wir es immer noch besser machen. Also wir arbeiten jeden Tag hart an uns, dass wir einfach das gut machen, was wir machen und eine hohe Kundenzufriedenheit haben. Das ist uns einfach sehr wichtig, ein gutes Miteinander. Die Zukunft fängt ja hier gerade jetzt nochmal ganz, ganz neu und ganz glänzend an. Und
Ich wünsche Ihnen einfach, dass es gut läuft, dass viel Harmonie zwischen den Mitarbeitern ist, weil das immer ein ganz großes Thema auch zu Hause ist. Wie kriegt man das hin, dass sich alle miteinander verstehen und möglichst gut zusammenarbeiten können? Und ja, ich wünsche Ihnen einfach, dass das jetzt super läuft in dem neuen Autohaus. Und die machen das alles so super und ich bin mir sicher, das kriegen Sie auch gut hin. Unser Ziel ist es, dass in Augsburg und Umgebung jeder weiß, was Jaguar Land Rover ist, was das für tolle Autos sind. Das ist unser Ziel. Heute feiern wir nicht nur die Neueröffnung, sondern auch das Herzblut, den Mut und Ehrgeiz der Familie Haas und wünschen alles Gute für die Zukunft.